herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin's wie immer, euer Gunshot. Und wir sind ein letztes Mal bei Batman Arkham Knight. Ja, beim letzten Mal habt ihr eines der zwei Enden gesehen, wie ich rausgefunden habe, die zu Batman Arkham Knight gehören. Das letzte war einfach nur das Ende, was man erspielt, wenn man die Hauptstory-Mission komplett erledigt hat. Das heißt, man hat sozusagen das normale Ende. Und dann gibt es noch ein zweites Ende für die Nebenmission. Also wenn man auch die Nebenmissionen komplett erledigt hat. Dieses möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Und gehe mit euch hier nochmal eben gleich eine Mission ab. Und zwar... Welchen wir jetzt nehmen? Am meisten würde mich ja jetzt hier die mit Erbe der Maske interessieren. Ich könnte auch auf die Suche gehen, aber ich habe so das Gefühl, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen ungeduldig. Da hinten brennt was. Das könnte rein theoretisch ja wieder sein Dachdingen sein. Wir gucken einfach mal nach. Ich will mich jetzt auch gar nicht zu lange mit der Suche aufhalten. Und um euch das nochmal kurz zu erklären. Also ich werde jetzt noch diese eine Mission machen, beziehungsweise... je nachdem, ob ich da jetzt hinten auch direkt hinfinde, ob das jetzt richtig ist, was ich da vorhab, beziehungsweise vermute. Und dann möchte ich das natürlich auch nicht alles so Ewigkeiten in die Länge ziehen, vor allen Dingen, weil Batman Arkham Knight jetzt so langsam auch schon wieder in die alte Schublade rutscht und dadurch eigentlich wenig Interesse, wie ich jetzt auch an den fehlenden Kommis gemerkt habe, dass im Endeffekt nicht so das Interesse daran ist, dass ich jetzt noch die Nebenmission komplett miterfülle. Deswegen werde ich mir jetzt in eurem Zusehen noch eins Let's Playen. Ich selber werde das natürlich freispielen, die Nebenmission. So lange wird das nicht dauern, aber das dann halt nicht als Videomaterial nehmen und euch dann einfach das hoffentlich zweite Ende zur Verfügung stellen. Das werde ich einfach hier zusammenschneiden. Wir machen jetzt eine Mission zusammen und dann hänge ich einfach das zweite Ende hier mit dran. Bitte entschuldigt, wenn das Video dann vielleicht etwas hat auf sich warten lassen. Vielleicht hat es doch etwas länger gedauert mit den Nebenmissionen. Denn ihr wisst ja, ich kommentiere live und mache ja deswegen Let's Plays und keine Commentaries. Das heißt, dass ich jetzt gar nicht sagen kann, wie lange das dauert. Hier ist irgendwas kaputt. Okay, hier war ich schon mal. Ah, da hinten brennt es irgendwo. Wo brennt es? Da brennt es. Ach nein, das ist dieses Feuerwehr-Scheißzeug. Das ist doch kacke. Ich wollte eigentlich das andere machen. Und die unterhalten sich die ganze Zeit in diesem scheiß Funk. Ich weiß gar nicht, wie mir das auf den Sack geht. Richtig auf den Sack. Egal, dann werden wir nochmal Firefly so ein bisschen auf die Sprünge helfen. Da ist der Batman. Ehrlich jetzt. So, was haben wir jetzt hier wieder? Da müssen wir wieder die Winde einsetzen. Und hoch damit, hoch damit, hoch damit. Ja, die Nebenmission mache ich auf jeden Fall aus folgendem Grund mit euch, damit wir halt nochmal sehen, ob denn auch weiter alles noch storybelastet ist. Oh ja. Es ist vorbei, Firefly. Niemals! Gotham wird brennen und du mit ihm! Jetzt muss ich den nicht wieder verfolgen. Oh. Hatten wir schon mal. Ich bin nicht so dieser Need for Speed-Fahrer hier. Ich meine, ich habe mir auch Batman geholt, nicht um Auto zu fahren. Feuer ist rein, Batman. Oh, Alter. Reinigt. Ja, du kannst fliegen, du Sack. Komm her hier. Wenn ich sage, komm her, hast du herzukommen. Alles klar, ich hab verstanden. Oh ne. Den geilsten Abgang,
Krieg ich wieder nicht hin, ja. Es war so einfach, da einfach hochzufahren, aber nein, ich fahr gegen die Wand dagegen. Sag mal, was möchtest du denn jetzt eigentlich? Ich habe mir das eine Mal ja auch versaut. Da bin ich ihm hinterhergefahren, hatte ihn. Und dann habe ich diese Combat-Lock-Taste da irgendwie. Combat-Lock. Das laber ich schon wieder für eine Scheiße. Dass ich ihn auf jeden Fall da irgendwie zu fassen kriege, das habe ich mir voll versaut, weil ich zu spät gedrückt habe. Oder so wie jetzt, dass ich einfach nur mir Scheiße zusammenfahre. Lalalalalala. Ich hätte es jetzt nicht gewundert, wenn ich da auch noch runtergefallen wäre. Meine Fahrkünste habt ihr sowieso nicht. Und was nein? Warum sagt er nein? Jetzt ist er bestimmt kurz. Komm, komm, hau in die Messer kaputt. Jetzt haut er wieder ab. Wie beim letzten Mal. Er greift die Feuerwachen an. Er fühlt sich wohl persönlich angegriffen. Pass auf die anderen Wachen auf, Alfred. Sag mir, wann er angreift. Wann kommt unsere Ablösung? Ich will auf Fledermausjagd gehen. Nicht vermorden. Jetzt habe ich das Ziel auch wieder. Das war jetzt ja natürlich schon wieder so ein... Also deswegen muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, sind die Nebenmissionen für mich nicht so interessant. Es ist zwar cool, dass sie da noch ein paar Sachen mit eingebaut haben, aber das wie bei Firefly ist es einfach nur so ein bisschen Verfolgungsjagd, um dann vielleicht so eine kleine Zwischensequenz abzugrasen. An sich eine nette Idee. Mir persönlich ist es allerdings ein wenig, ja, zu wenig halt. Und deswegen werde ich jetzt einfach cutten. Ich werde das jetzt alleine zu Ende spielen, ohne aufzunehmen. Ja, werde das hoffentlich fix zusammenstellen. Ihr werdet das nicht großartig mitbekommen, weil es für euch wahrscheinlich bloß ein Cut gleich sein wird, bis ich die 100% erreicht habe. Ja, ich mache mich jetzt auf jeden Fall ran, um euch das Video zu liefern. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja, liebe Freunde, ich bin's nochmal. Wollte mich nochmal kurz zu Wort melden, jetzt nachdem ich die Nebenmissionen... Warte, ich zeige euch das. Nachdem ich die Nebenmission abgeschlossen habe, ja, darauf kann man dann echt stolz sein. Es ist, ja. Wie gesagt, dazu muss ich ein paar Worte loswerden. Und zwar, jeden, der wirklich sowas von Batman auf Batman steht und jede kleine Zwischensequenz sehen möchte, der kann das auch gerne in Angriff nehmen. Ich selbst habe es jetzt natürlich gemacht und ich muss euch sagen, es zerrt wirklich. Also es macht so zwischendurch Spaß, wenn man das jetzt aber versucht an einem Stück durchzuziehen, es ist echt die Härte. Es ist wirklich echt die Härte. Es dauert an sich eigentlich gar nicht so lange, es dauert nur so lange, weil man immer Sachen nicht hinkriegt, ne? Und ich als Tollpatsch da, der manchmal eh nicht weiß, wo muss ich durch? Ja, ich hatte da so meine Problemchen und habe dann da doch schon noch einige Spielstunden auf mich genommen. Naja, jetzt ist es soweit. Das Endvideo wollte ich euch ja zeigen. Das habe ich natürlich auch aufgezeichnet. Deswegen zeige ich euch das. Und ich habe natürlich, nochmal kurz dieses tolle, super Batman-Anzug, futuristisches Modell des Todes angezogen. Das ist zum Beispiel der Gotham Future Pack Skin. Das ist einfach der Skin vom Future Pack. Einfach für die, die sich erinnern, vom Pre-Order, die Pre-Order gemacht haben, die haben dieses Skin Pack halt auch zum Beispiel mit drin gehabt. Und ich, wie gesagt, mag diesen Skin nicht. Gut, eigentlich genug gequatscht. Ich wollte euch jetzt das Video zeigen. Das mache ich auch. Verabschiede mich noch mit ein paar letzten Worten. Danke euch dafür, dass ihr mich bei Batman Arkham Knight begleitet habt, dass ihr die Videos mitverfolgt habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an dem Game, zumindest beim Zuschauen, so wie ich beim Zocken. Und hoffe, ich konnte euch da ein wenig unterhalten. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch mal bei den anderen Videos auf meinem Kanal vorbeischaut. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei.
Ansonsten sehen wir uns ja vielleicht beim nächsten Batman-Titel. Ja, und bis dahin verabschiede ich mich und wünsche euch wie immer was. Euer Gernschott. Geschafft. Gotham ist sicher. Danke, Bruce. Für alles. Leb wohl, Jim. Unsere Stadt zurückholen. Vicky Vale für GCN, direkt vor Wayne Manor. Nach der dramatischen Enthüllung, dass Milliardär und Playboy Bruce Wayne... Da ist er. Nimmst du noch auf? Wollen Sie das wirklich tun, Master Bruce? Ich muss. Nur so können wir sie schützen. Nun gut. Wir sahen gerade Bruce Wayne, der sich als der maskierte Rächer Batman herausgestellt hat. Und keinen Kopf... So hat es sich abgespielt. So ist der Batman gestorben. Ein Freund sagte mir mal, Kriminelle seien ein feiger und abergläubischer Haufen. Dass man, um sie zu besiegen, etwas braucht, das ihnen Angst macht. Jetzt verstehe ich. Seine Welt wurde dunkler und unsere auch. Als sein Krieg vorbei war, konnten wir ein neues Leben beginnen. Er hat uns befreit. Damit wir leben. Damit wir lieben können. Es gab natürlich eine Untersuchung. Hunderte Verdächtige. Wer tötete Bruce Wayne? Wir werden es wohl nie erfahren. Wie geht es weiter? Kriminelle sind feige und abergläubisch. Was geschieht, wenn sie nichts mehr fürchten? Wer beschützt Gotham? Jetzt, da Batman tot ist. Niemand wird kommen, Lady. Nimm sein Geld.
Hey, Freak! Vielleicht wusstest du es nicht. Batman ist tot. Ja, sowas macht uns keine Angst mehr. Was zur Hölle?